Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Staubsaugers, also beziehungsweise des Staubsauger-Roboters. Ich habe gerade schon angefangen, aber dann bin ich bei der App hängen geblieben. Deswegen mache ich das jetzt hier den Anfang nochmal neu. Erstmal gehen wir durch, was mit bei ist. Und dann wollen wir ihn auch in Betrieb nehmen. Wir haben einmal eine Ladestation mit bei aus Plastik. Was mich da jetzt ein bisschen stört, ist halt nur, dass man hinten die Kabel nur reinmachen kann und nicht irgendwo rumwickeln kann. Und die Fernbedienung ist mit bei. Und bei Amazon war das so, da hat die gehalten. Aber hier hält die nicht. Nur wenn ich sie mit der Rückseite nach vorne mache. Also da hätte das hier ein Stück tiefer sein müssen irgendwie, damit die besser hält. Aber schon mal cool, dass eine Fernbedienung überhaupt mit bei ist. Dann logischerweise der Stromkabel. Und vier Bürsten. Zwei Ersatzbürsten, zwei kommen rein. Die Kleine ist gerade unleidlich. Dann Filter. Wobei ich nicht weiß, ob der Filter jetzt als Ersatzfilter ist oder ob schon einer eingebaut ist oder ob es der Filter ist, der reinkommt. Das werden wir gleich im Video feststellen. Dann haben wir ein Magnetband und Kleber, damit wir sagen können, da darfst du hin, da darfst du nicht hin. Also da, wo wir das rankleben, das Magnetband, da geht er dann halt nicht hin, weil dann so eine Barriere ist. Man kann es halt nicht in der App einstellen. Das habe ich schon vorher gelesen. Werde ich nicht machen, werde ich nicht brauchen, weil die Stufen sind so hoch, da kommt der niemals drüber. Das sind 5, 6 cm, da kommt der nicht drüber, der Tritt. Dann die Schwelle. Dann haben wir hier so ein Reinigungswerkzeug. Das ist für die Bürsten und allgemein, damit wir den halt sauber machen können, nach dem Benutzen. Oder zwischendurch mal. Dann halt eine Anleitung, wie wir das, die Bürsten ranmachen und in Betrieb nehmen. In Englisch ist es aber, im Handbuch ist es dann nochmal in Deutsch. Dann haben wir hier nochmal so eine Art Gewinnspiel, wo man dann halt eine andere Ladestation, glaube ich, gewinnen kann. Ne, eine Steckdose ist das. Achso, eine Steckdosenleiste oder Ersatzzeug für den Staubsauger. Ich hoffe, ich werde da mitmachen. Ich hoffe, ich gewinne Ersatzzeug für den Staubsauger. Dann haben wir hier nochmal eine Garantieverlängerung. Ist hier nochmal so ein Heftchen mit bei. Da kann man sich auch anmelden auf der Amaray-Seite. eu@amaray.com. Also hier die E-Mail. Ach Quatsch, die E-Mail-Adresse. Steht hier alles erschrieben, muss ich noch durchlesen. Und dann kann man seine Garantie verlängern. Werde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Dann haben wir noch ein Heft hier über die App. Ja, das weiß ich, warum es bei mir nicht funktioniert hat. Es ist so, wie ich gedacht habe, man muss den Staubsauger erstmal anmachen. So, das kommt dann gleich. So, dann haben wir das. Und dann haben wir noch eine Anleitung mit bei. Sogar Deutsch. Auf Seite 19. Ich zeige euch da mal, wie das aussieht. Ich hatte erst Angst, dass es zu klein ist, aber nee, es ist nicht zu klein. Das ist nicht für dich. Also man kann alles gut lesen. So, dann machen wir mal hier Platz. Räumen das alles mal hier hoch. Und dann kommen wir zum Staubsauger, weil der ist ja analogisch auch mit bei. Den habe ich euch jetzt nicht zeigen können. Hier ist er. Da ist ein Aufkleber drauf gewesen, das habe ich im Unboxing-Video schon gesagt. Passt da bitte auf, wenn ihr den Aufkleber anmacht, weil hier ist so quer ein Aufkleber drüber, dass der Anschaltknopf auf der Unterseite ist. Also hier ist auch einer, aber der Hauptknopf ist auf der Unterseite. Zieht das nicht einfach ab, macht wirklich langsam. Ganz langsam ziehen und dann so ein bisschen schräg halten und ziehen. Guckt euch mein Unboxing-Video an. Ich habe keinerlei Reste drauf. Und ich weiß, der China-Klebstoff, der ist manchmal extrem hartnäckig. Seht ihr das? Ich habe keinerlei, auch nicht unten, irgendwas drauf. So, dann kommen wir zum Roboter an sich. Der ist ohne Ultraschall. Der macht, Ultraschall, Laservermessung. Der hat eine Kamera oben und orientiert sich an der Decke. Und dann haben wir hier einen Einschaltknopf. Hier vorne ist ein Bumper. Der ist jetzt blockiert. Den müssen wir gleich noch frei machen. So, hinten ist der Staubsaugerbeutel, Behälter. Den werden wir auch gleich mal rausmachen. Der hat auch ein extra Rad hier drunter. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Hier kommen die Bürsten gleich rein. Die werden wir zusammen reinmachen.
Hier sind die Ladevorrichtungen, also die Silberpanels. Hier haben wir dann eine Bürste, ist schon eingebaut. Und was mir eben aufgefallen ist, die Räder gehen extrem niedrig. Also die sind gut gefedert und gucken schön weit hoch. Also vielleicht muss ich doch das Magnetzeug ranmachen. Vielleicht schafft er doch den Weg ins Schlafzimmer, in die Küche und ins Badezimmer. So, aber nichtsdestotrotz haben wir denn hier vorne noch eine Rolle. Seht ihr das? Die großen und hier vorne und hier unten ist auch noch eine Rolle. So, jetzt machen wir aber erstmal den Bumper frei. Das sind halt hier diese Styropor-Dinger, die machen wir einfach hier, ziehen wir einfach raus. Da sind hoch so Laschen dran, da kann man das einfach rausziehen. Und dann haben wir hier, so, sieht man das? Das ist halt, wenn er irgendwo gegenstößt, dass er sagt, oh, nee, hier geht's nicht weiter. So. Dann, wo haben wir denn den Einschaltknopf? Ach, hier unten, da ist er. Da ist der Einschaltknopf. Wir müssen aber erstmal die Teile hier ranmachen. Da müssen wir erstmal gucken, ist das egal, wie rum die rankommen? Hier ist auch noch so ein Puschel in der Mitte dran, seht ihr das? Bei beiden. Ich mache das einfach mal ran. Ich glaube, es ist egal, wie das rankommt. Ja, ist dran. Ach, deswegen hat man Ersatzteile. Das geht hier, die Puschel gehen bis zu den Rädern. So. Seht ihr das? Die gehen bis zu den Rädern. So, dann. Wartet. Haben wir hier zwei Nippel. Ich mache euch mal nach unten, damit ihr sehen könnt, was ich hier mache. So, die kann man abmachen. Hier ist auch Gummi drumrum. Und dann kann man hier die Rolle rausholen und reinigen mit dem mitgelieferten Werkzeug. Hier kann man dann halt hier rein und ich mach mal so, dass ihr das vielleicht besser seht. So, und kann halt, wenn es nicht runterfällt, kann man das halt sauber machen. Die kann man auch extra kaufen. Also das Paket, was ich gesehen habe bei Amazon, besteht aus Rolle, Filter und zwei von diesen Teilen. Von diesen Puzzle-Dingsbums. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie rum das wieder hier reinkommt. Achso, falsche Richtung. Haha. So rum. So, dann haben wir drinnen. Dann klappen wir das hier oben wieder rauf. So. Ist auch alles sehr fest. Jetzt holen wir uns mal den Staubsaugerbehälter noch raus. Ah, gut. Da haben wir hier so einen Knopf. Dann können wir, seht ihr das? Dann kommt da dann, können wir den rumziehen. Hier haben wir auch beschrieben. Ah, wir können ihn sogar mit Wasser reinigen. Wir können ihn sogar mit Wasser reinigen. Also hier ist alles beschrieben. Und der Filter ist schon drin, so wie es aussieht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier aufkriegen. Ah, hier unten, da schüttet man das dann raus. Finde ich ein bisschen tief, aber mal gucken. Ich lasse mich mal überraschen. Aua. Aua. Das hat mir wehgetan. Aua. Den Filter wechseln. Ach so, hier unten kann man aufklappen. So. Und ja, da muss ich dann erstmal nachlesen, wie man den Filter reinigt. Ah, ich hab's. Habe ich nicht gesehen. Also hier unten. So. Man kann dann hier dran ziehen und dann kriegt man auf. Also hier geht der Staub rein und dann, also der Müll. Und dann kann man das hier entleeren. So, und hier haben wir dann so eine Klappe. Und hier ist der Filter. Ich zeige euch auch, dass es der gleiche ist. Gleich groß. Und das ist ja geil. Und hier haben wir so eine Lasche, dass wir den vernünftig rausmachen können. Das ist halt praktisch hier so ein. So.
Das ist ja cool. Und unten drunter ist jetzt hier so ein Gitter. Und selbst wenn das dreckig ist, kann man das hier komplett rausnehmen und sauber machen. Nehmen wir mal wieder rein. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie rum das war. Jetzt muss ich doch direkt mal in der Anleitung gucken, wie der Filter da reingemacht wird. Also doch Anleitung. Ja, diesmal ist Anleitung dran. Der war teuer und da hat keinen Bock, dass da was schief wird. Ja, aber das ist selbstverständlich, das ist selbsterklärend. So, okay, jetzt haben wir's. Erst das Schwarze, dann das Weiße mit dem Laschen. Gut, dann habe ich es richtig. So, erst das Schwarze, dann das Weiße mit dem Laschen. So. Und dann kommt er drüber. Dann ist es wieder zu. Ja, aber nicht zu Papa, weil da ist nicht so. Dann machen wir das einfach wieder rein. Zack, einfach nur reinschieben und es ist drinne. Aber ich zoome mal kurz raus. Jetzt müssen wir erstmal den anschalten. Oh, er sagt was. Hi, I'm Mary. Mary ist er. Das ist mein Clean Assistant, Schatzi. Mary. I am ready now. Mary macht jetzt sauber für mich. So, und es leuchtet oder blau. Hier haben wir auch WLAN-Symbol. Jetzt müssen wir mal gucken in der App, ob der uns jetzt was sagt. So, jetzt haben wir den mal auf den Fußboden hingestellt. Ich zeige euch mal, wo meine Ladestation ist. Hier muss er rüber. Ich habe jetzt kein Maßband da, wie hoch das ist. Oder habe ich ein Maßband? Habe ich nicht da. Und da ist die Ladestation im Flur. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt Alexa eingestellt. Alexa? Jetzt singt meine Alexa. Ich weiß nicht, was, keine Ahnung. Alexa? A900 Start. Sorry, I don't know that. Gut. Ich freue mich, wenn. Alexa? Start A900. Here's a station you might like. 90er on Amazon Music. Jetzt macht sie Musik an, ist ja doch doof. Oh, ich will die deutsche Software haben. Alexa, stop! Stop! Ja, macht sie Musik an. Keine Ahnung. So, machen wir das einfach mit dem Google Assistant hier. Okay, Google. A900 Start. Start hier. Sicher, der Staubsauger A900 wird gestartet. So, und das geht. Jetzt lassen wir ihn erstmal hier eine Weile laufen. Ja, der hat da ein bisschen was zu tun. Das ist halt mit Stativ und so was alles. Und wenn wir den jetzt hier, wartet mal, ich zeige euch mal die App in der Zeit, wo wir sehen, wie er rumflitzt. Also ich habe extra die Stühle hochgestellt. Die stehen sonst nicht oben, aber kann man ja in Zukunft einrichten. Das ist ja nur nicht das Problem. So, hier sucht er jetzt gerade. So, Einstellung. Jetzt muss ich erstmal gucken, mein Zuhause. So, jetzt sucht er, hier könnt ihr dann schon mal sehen.
Hier könnte ich den dann auch anhalten und was weiß ich alles. Die Map. Seht ihr, dass die größer wird? Wartet mal, gehen wir mal beiseite. Lassen ihn mal machen. Wartet. Ach Mann. Der rote Punkt ist er. Jetzt ist er halt unterm Tisch. Hey, geil, er kommt hier hoch. Ah, er hat ein bisschen Probleme gerade. Nee, doch nicht. Hat er gemerkt, dass es hochgeht und dreht wieder um? Ich glaube nicht, dass er den Zwischenraum zwischen der Couch schafft. Da muss ich den Tisch wohl wahrscheinlich ein bisschen was wegrücken. Das wird zu eng für ihn sein. Und seht ihr das? Das tastet er sich halt langsam vor. Mal gucken, ob er durchkommt. Nee, kommt er nicht. Google? Okay, Google. Okay, Google. A900, stopp. I'm returning to dock. Der Staubsauger A900 wird gestoppt. So, jetzt dreht er sich da so ein bisschen. Ich werde jetzt einfach mal den Tisch so ein bisschen wegmachen. Ich will mal gucken, ob er jetzt durchpasst. Doch, jetzt passt er durch. Gut. So, jetzt machen wir mal mit Fernbedienung. So, machen wir mal Play. Ich kann jetzt auch eigentlich, wenn ich jetzt sage, hier, Home-Symbol. Jetzt sucht er die Dockstation. Ich bin mal gespannt, ob er sie gleich findet. Er sucht und sucht und findet sie nicht. So, ich lasse ihn jetzt erstmal drehen. Also ich, nicht, dass er denkt, der ist jetzt gerade. Das steuere ich gerade, außer jetzt gerade. So, und jetzt. So, stopp. Ich habe nicht wundern, ich habe den da hingestellt, damit er nicht in der Küche abhaut. Wir können ja mal testen, ob er jetzt da rüber kommt. Ich glaube nicht. Nee, da kommt er nicht rüber. Gut, da kommt er nicht. Badezimmer ist so, ja. Ich weiß nicht, ob man das von hier aus sehen kann. Ich habe hier richtig gewaltige Schwellen in dem Bereich. Ja, also da wird er definitiv nicht rüberkommen. So, aber jetzt machen wir hier mal Home-Symbol. Der sucht die Dockstation. Ah, jetzt hat er sie gefunden. Okay, jetzt wird er geladen. Also vom Platz her würde ich sagen, passt das. Ich habe links, rechts Platz. Mausi guckt schon. Mausi! So. Leuchtet lila. Ja, da muss ich noch einen besseren Platz finden. Ich weiß jetzt noch nicht, wo.
Könnt ihr gleich was Lustiges sehen. Start auto cleaning. Ich habe da extra ein kleines Hindernis hingepackt, um zu gucken, was passiert. Seht ihr das liegen? Und meine Schuhe liegen da oben, ein Stück weiter. Aber er geht hier richtig rum und versucht, okay. Also beim ersten Mal vermessen sollte eigentlich alles frei sein, damit er weiß, wie groß der Raum ist und so. Ich wollte jetzt einfach nur mal testen. Gut. Also ihr braucht den nicht hochnehmen, ihr könnt ihn wie so ein kleines Roboterauto hier steuern. So. Da traut sich jetzt wieder jemand. Start auto cleaning. Ist Mausi noch nicht ganz geheuer. So, mal wieder die Ladestation hier wieder ranmachen. Na, dann würde ich ihn jetzt mal arbeiten lassen. Was haben wir hier? Start spot cleaning. Ach, da geht er in Kreisen voran. Edge Cleaning. Also er kommt, wenn er langsam fährt, kommt er da nicht hoch. Der kommt nur an dieser Stelle hoch. Das ist sehr kontraproduktiv für die Ladestation. Er kann sich hochqueren. Gut, das ist jetzt auch nicht gerade einfach, die Stufe. Also es klappt. Das sind, Moment. So, ich habe jetzt mal gemessen. Also an der höchsten Stelle hier hinten sind es, ich habe Stopp gemacht und der sucht jetzt halt die Ladestation selber, hat sie gefunden, ist jetzt auch dran, sind es 2,2 cm an der höchsten Stelle. An der mittleren sind es 2, wie viel sind es da? Nochmal.
1,6, 1,7 Zentimeter. Und an der dünnsten Stelle hier vorne sind es 1,1 Zentimeter. Also da muss ich was finden, damit, damit es nicht so hoch ist. Ich hab total eine unebene Bude, das ist echt zum Kotzen hier. Also auch, kann ich euch ja mal sagen, also die Schwelle. Die höchste Stelle der Schwelle Richtung Badezimmer sind 4,7 Zentimeter. Und an der niedrigsten Stelle 4,2 Zentimeter. Das ist, keine Ahnung. So, jetzt haben wir, okay Google. A900, Stopp. So, jetzt versuche ich nochmal Alexa. Alexa? A900, Start. Alexa? Start A900. Ne, dann zeigt er, achso, ja, wegen dem A. Ich hab's A ausgesprochen. Naja. So. Oh, scheiße, jetzt ist mir ein Stuhl runtergefallen. Jetzt ist der Tigger hier. Also, Moment. So, ich habe jetzt mal Stativ weggeräumt, dass da hinten alles frei ist. Die Stühle sind hoch. Hier müssten wir noch ein bisschen Platz machen. Die Kleine hat gerade gegessen, das sieht aus. So, jetzt müsst ihr hier durchkommen. So, hier müsst ihr jetzt rein theoretisch durchkommen, das werden wir gleich testen. Ich habe da schon Platz gemacht. Ja, dann ist halt hier ein bisschen mehr Platz ringsherum und ein bisschen weit bis zum Tisch, muss ich mal gucken. So, dass er überall lang kommt. So, gerade getestet, er passt durch. Ich habe ihn jetzt einfach mal, aber er will nicht wirklich durch. Brauche ich die Fernbedienung für? Ach, Moment. Ach. Doof, wenn man nur zwei Hände hat. Pause. Ja, die Katzen sind hier alle rum schon. Also er passt durch. Start auto cleaning. Müsste unter den Tisch auch gleich kommen. Ja. Ach, da ist noch ein Stein. Noch ein Baustein von meiner Tochter. Achso, da ist noch ein Karton drunter, glaube ich. So, jetzt aber. Ja, dann lassen wir den jetzt hier mal machen. Bin mal gespannt, wie er sich schlägt.